Grüß euch. Habt ihr ja gesehen, heute geht es zum Wachsschmelzen. Ja, so ausführlich wie das letzte Mal werde ich das jetzt natürlich nicht mehr dran bringen. Dann müsst ihr, wenn ihr also Interesse habt, wie das einzeln abläuft, müsst ihr euch die anderen Videos anschauen. Da, wo das ausführlich drankommt, das bleibt eigentlich immer das Gleiche. Ich lade jetzt einmal mein Zeug auf. Ja, und dann fahren wir dann wieder zum Wachsschmelzen. So, das sind jetzt schöne 6 Kästen von mir. Besser gesagt, da hinten ist noch einer, sind 7. Ist eigentlich schnell gemacht. Der größte Aufwand ist ja immer das Auf- und das Abbauen und das Putzen. Und die Arbeit selber wird nicht so viel in Anspruch nehmen. Jetzt müssen wir schauen, wie viel das der andere Imker noch hat, wie viele Kästen. Aber das werdet ihr ja dann gleich miterleben. Ne? So, da seht ihr das jetzt noch im Aufbau, wie immer. Vorbereitung über eine Stunde. Alles abdecken. Das ist das vom letzten Jahr noch. Das wird aufkommen, bis die Kartons wirklich kaputt sind. Da habt ihr wieder den Kessel, den normalen Wurst- oder Fleischerkessel. Da sind jetzt die Wachsreste drin und das ist wie immer mein Telefon. Ne? So muss das sein. Wo ist es? So, in der Ruhe liegt die Kraft. So, den müssen wir abwarten, bis ich drauf komme. Ne? So, da ist dann der Dampfwachsschmelzer. Das muss jetzt erst alles einmal erhitzen. Da soll dann die Brühe reinlaufen. Den habe ich, denke ich, einmal so noch gar nicht vorgestellt. Da ist Wasser rein. Da haben wir immer früher einen Korken draufgestellt. Fehler. Das heißt, schön wäre, wenn der Korken zwar drauf ist, dass nichts reinfallen kann, wenn er das umschüttet, den Sud. Bloß die Problematik ist dann, wenn da der Dampf rauskommt, dann seht ihr an dem Behälter, dass der Wasserstand unter dem Mindestgeber liegt. Das heißt Geber, das ist der Indikator, dass die Spirale nicht mehr im Wasser aufliegt. Und dann kann euch da die Spirale durchbrennen bei dem Gerät, weil der keine Abschaltung drin hat. Da habe ich mir jetzt da schon einmal eine Heizspirale verschlissen. Und die sind halt auch nicht billig. Da musst du halt dann einfach eine neue kaufen. Weil hergestellt wird das Teil so nicht mehr. Ja, ist halt ein wenig Aufwand. Spezialanfertigung dann. Dann habe ich da immer so einen Sack drin, wo Getreide drin war. Halb zerschneiden. Wieder zusammennähen. Da kommt der Sud rein. Weil bis er das dann auslöffelt da drin, das könnt ihr vergessen. Also da ist nichts effektiv arbeiten. Das wird jetzt dann befüllt und schon angesteckt am Strom, dass der dann aufheizt, dass das Ganze vortemperiert ist, dass ihr halt einfach dann damit arbeiten könnt. Und dann könnt ihr Tusche durch, weg, euren Sud da reinfüllen. Aber wie gesagt, das ist schade für den großen Aufwand, so wenig Material da zu haben. Das ist jetzt seine Kästen, 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir quasi 12 Kästen zum Einschmelzen. Das ist eigentlich zu wenig. Für den Aufwand bräuchte man es nicht machen, aber naja, bevor es die Wachsmotten auffressen. Und das ist das Ergebnis vom Frühjahr. Das, was wir schon mal geschmolzen haben. Bevor es die Wachsmotten fressen, jetzt liegt es halt da und wartet auf die weitere Bearbeitung, was das wiegt. Kennt ihr vom letzten Video, da bin ich immer, naja, zum Schluss halt, sage ich es dann immer. Spätestens beim Teelichtergießen wird es dann gebogen und ich weiß ja dann später, was das für Gewichte sind. Oder Gewicht war. Da habt ihr dann noch die Schweißerhandschuhe, die wollt ihr auch schon seit 5 Jahren erneuern. Die sind auch schon löcherig, aber naja. Meistens denkst dran, wenn du das jetzt gerade benutzt. Irgendwann werde ich mir schon mal neue kaufen. Ja, dann fangen wir da nochmal an, hätte ich gesagt. Und dazwischen blende ich euch die ersten 10 Kästen haben wir jetzt schon geschmolzen. Da ist jetzt dann der Sud drin. Was wichtig ist bei den Handschuhen. Ich habe nochmal Handschuhe drunter, Schweißerhandschuhe. Da ist ein Wasser drin, ein kaltes Wasser, weil sonst verbrennt ihr euch. Was natürlich fehlt, ist die Schutzbrille. Ist eigentlich zum Empfehlen. Dann kommen wir dann die Waben rein, je nachdem wie groß euer Kessel ist. Da passen wir mal rein.
So, und dann haben wir einen Stein. Hi. Hi, wir machen gerade Aufnahme, einmal frei. Ein Stein, dann kommt der Stein damit drauf und mit dem Stein drücke ich quasi die ganzen Waben in das Wachs rein. Mit Wasser vermischt. Vorsicht, aufpassen, dass euch das nicht übergeht. Der Vorteil wäre, wenn ihr jetzt da ein Loch reinbohrt, dann könnt ihr das Ding durchtun. Oder ihr legt den Stein so rein, dann kann es auch nicht runterfallen und plumpsen. Oder ihr arbeitet wie mir zu zweit. Dann kannst du den Stein auch festhalten, weil das Rest macht dann der zweite Mann. Jetzt bleibt es so circa gefühlsmäßig, sagen wir mal, 4-5 Minuten drin. Natürlich dürft ihr nicht so heiß unten aufschüren, sonst fängt euch das als Kochen an. Dann habt ihr ja da drüben, also mir zumindest, Wasser parat, um das dann zu regulieren, die Temperatur. Und wenn der Gang dann fertig ist, hat das halt vergessen zum Aufdrehen. So. Dann kommt das in unseren Bottich rein. Oh, der ist schon gut warm. Und dann können wir den ersten Schmelzgang machen. Also wir rühren uns dann gleich wieder, bis dahin. So, hinten raus. Das war jetzt eine Drohnenwabe, deswegen ist der Kadar drin. Dann müsst ihr das vorher immer mal abklopfen, dass das Grobe schon mal weg ist. Und dann wird es hinten nochmal nachgeklopft, dass der restliche Dreck komplett unten ist. Und dann könnt ihr die Wabe schon wieder benutzen. Was da dran ist, das sind von den Wachsmotten. Je mehr Wachsmotten, dass ihr da natürlich drin habt in euer Lämpchen, desto schwieriger wird es dann auch, das Zeug da wegzubringen. So, beim ersten Schmelzgang schöpfe ich jetzt natürlich nur oben ab. Dass ich quasi bloß das Wabenmaterial habe. Dass das Wasser und das Wachs jetzt nicht so rausgeschöpft wird. Wobei ihr müsst dann, wenn er da anfängt zum Schmelzen, habe ich normalerweise immer zwei die Hand damit, die was den Sack mit aufhält, weil ihr seht es schon, wenn ihr da alleine seid, kann es einfach vergessen. Ihr könnt es so gut vorbereiten, wie ihr wollt, das rutscht, da braucht ihr einfach zwei Hände mehr. Soll jetzt einfach mal reichen. Dann wird der Sack dann noch ein wenig ankommen, dass ich das alles unten schon ein wenig absetzt. Dann natürlich den Sack drehen, dass euch unten den Drehster nicht gleich wieder rausdrückt. Und den Bobbel genau in der Mitte reindrücken, dass das dann passt. Bei dem Gerät müsst ihr auf die Führung aufpassen, das ist alles nicht ganz so einfach. Und dann wird das Ganze richtig verschlossen. Und dadurch, dass die Spindel jetzt, deswegen habe ich gesagt, gleich einschalten, dass zumindest das untere Gerät heiß ist, müsst ihr die Spindel beim ersten Mal festhalten, weil die noch nicht aufgewärmt ist. Die hat noch nicht ihre Betriebstemperatur. Das muss ich dann erst wieder alles aufwärmen. Und dann ist das auch ein besseres Zusammenspiel da beim Arbeiten. So. So, und jetzt lasst ihr das ganz einfach laufen. Und dann können da die nächsten Gänge schon gemacht werden und in einen oder zwei arbeiten. Was so viele Gänge haben wir jetzt dann? So, der erste Gang wäre jetzt fertig.
mit dem Schmelzen werden wir auch schon wieder fertig. Wir haben keine mehr. Also für 12 Kästen, da braucht er so einen Aufwand gar nicht betreiben. Also ich sage mal, ab 20 das ist okay. Ab 30, ja, ab 50 wird es interessant. Was ich normal immer anhabe, ist Langarm, weil der Dampf, das tut sehr gut auf die Dauer. So, da habt ihr jetzt das Beste drin. Ich habe jetzt bloß einfache Handschuhe an, deswegen schmeiße ich das ja so, weil das ist ja auch nicht gerade kalt. Und so schaut es dann aus. Da wieder vorbereiten fürs nächste, aber der sagt, naja, der gibt auch schon langsam nach. Dann hat man ja dann eh mehrere da. Ja, und so arbeiten wir jetzt zu. Das war's dann, bis zur nächsten Einstellung. So, da sehen wir jetzt das Ergebnis. Das wird jetzt schon langsam fest. Und dass das jetzt nicht zu schnell auskühlt, kommt dann noch eine Platte drüber, nichts Besonderes. Einmal drauflegen, dass sich die Wärme nicht so schnell quasi verflüchtigt, dass das nach und nach ausgekühlt oder sich auskühlen kann. Und nach wie vor sind da zwei Plastikkuften übereinander gestapelt. Ansonsten kann es sein, dass sich das durchbrennt. Aber ich muss nochmal darauf hinweisen, einfach den Vorgängerfilm anschauen, Wachsschmelzen, Wachsaufbereitung. Da könnt ihr das viel genauer sehen, wie jetzt bei dem Video. Jetzt bleibt das zweite auch stehen. So, und in zwei Tagen machen wir weiter. So, zwei Tage sind rum. Machen wir die erste Abdeckung runter. Voilà, Entschuldigung. Da seht ihr schon, hat sich um das Wasser gebildet. Einfach mal ein bisschen gegenklopfen, dass sich das ein wenig löst. So, und dann wird das Ganze umkippt. Ja. Mit einer Hand ist das immer ein bisschen eine schwierige Sache. Und dann müsst ihr schauen, bevor das Wasser draußen ist, dass er das am Kopf schlägt, dass der ganze Blocken runterkommt. Denn sonst habt ihr ein Problem. So, schaut dann so aus, wenn ihr es aufmacht. Habt dann einen schönen Honiggeruch mit dabei. Durch die ersten Waben. Das ist natürlich ziemlich schmutzig. Aber das waren jetzt 12 Kästen. Tja, und jetzt geht das Ganze erst einmal ausgewaschen. Abgekratzt. Wie immer. Ich habe jetzt da mal so eine normale Spachtel. Ihr könnt aber auch für die Gartenarbeit, da gibt es also Zieheisen oder für den Winter, ist ja komplett egal. Hauptsache, dass jetzt der Schmodder mal runter geht. So, das wäre jetzt der erste Gang. Jetzt wird das Ganze zerteilt. Den Rest natürlich aufräumen, wegschmeißen. Das, was ihr abgeratzt habt, das war jetzt eine Sache von, sagen wir mal, 3 Minuten Arbeit. Dann haue ich das zu den anderen dazu. So, zur Aufbewahrung. Einfach da auf eine Kante legen. Drauf treten. Und das war's. Oh, jetzt kommt er schon. Mein zweiter Mann. So, dann räume ich das wieder da hinten rein. Und wie ihr sehen könnt, ist das auch schon schön voll. Die Wanne, ich denke mal, bis wir fertig sind, es kommt ja noch ein dritter Imker dazu. Einmal schmelzen wir noch, dann werden es wieder so um die 30 Kilo. Hoffentlich auch 40 oder 50, aber da schauen wir mal. So, grüß euch meine Freunde. Ich habe mal schon angeschaut. Da sind wir beim nächsten Guss. Wie ihr sehen könnt, der Boden ist mit Wasser voll. Ja, da sind unsere Wachsplatten oder halt die Reste.
sauber gemacht, zwar jetzt im Groben. Sauber, aber nicht bohrentief rein, aber wenn das rein ist, dann können wir sie auch verwerten. Müsst halt auf die anderen Videos schauen. Jetzt müssen wir noch ein paar Schmelzgänge machen. Außer, dass es dieses Jahr weniger Wachs gegeben hat, aber das ist ja ganz normal. Wir haben ja auch weniger Völker gehabt. Der Zweitimker hat ja auch weniger Völker gehabt. Wir haben erst aufgerüstet und unser Dritter hat gar keine Völker gehabt. Der hat auch aufgerüstet. Aber ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall das Doppelte an Wachs zusammenbringen. Natürlich dann auch an die Lichter. Aber die dauerhaften Abonnenten, ihr kennt euch ja aus, wie das abläuft. Ein Jahr besser, ein Jahr schlechter. Da können wir halt nichts ändern. Das ist halt unsere Natur. Ansonsten könnte man es ja... Ansonsten könnte man ja das Ganze als Berufsimker machen und nicht als Hobbyimker. Das ist eigentlich immer so mein Mango. Mal geht es besser, mal geht es schlechter. Wenn man eben einen durchschnittlichen Wert hätte, dass ich sagen würde, das würde reichen, wenn ich mir jetzt dann 200 Völker her tue, aber wie gesagt, das tut es eben nicht, wenn da solche großartigen Schwankungen drin sind. Und ich kenne es von meinem Nebenerwerbsimker, der sagt auch, also Nebenerwerb ja, Beruf nein, du brauchst zumindest einen Verdienst, um das andere dann den Luxus zu haben, sozusagen, und eben, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Ja, ich muss da noch ein bisschen auflegen fürs Umschöpfen. Das Feuer, wie ihr seht, das heizt jetzt auch schon schön an. Aber das dauert ja heute auch wieder so 4-5 Stunden. Ich rühre mich halt dann wieder. So, wie ihr sehen könnt, ist das erste jetzt schon fast fertig. Tja, und dann wird es mal abgefüllt. Dann kann sich, wie gesagt, die Schmutzpartikel wieder unten absetzen. Das ist jetzt der erste Aufguss. 5 machen wir auf jeden Fall. 5 bis 7, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und wie immer, auflegen. Da habt ihr jetzt den Apfelbottich. 2 Stück, weil einer kann euch durchschmelzen, wie ihr da schon seht. Da gibt es dann solche dementsprechenden Bohlen. Also ihr braucht auf jeden Fall 2. Unten drunter ist eine ganz dünne Spanpressplatte oder so, also dünne Holzplatte. Weil wie ihr sehen könnt, geht der Wagen hier nicht ganz vor. Sonst habt ihr da einen... Mal schauen, ob wir das reinbringen mit dem Daumen. Ne, da ist der Wagen hier. Das geht dann bis da rauf. Dann habt ihr da einen Knick drin. Dann kann euch das wieder auslaufen. Das ist nichts. Dann einen alten Sieb. Das ist immer noch der erste. Jedes Mal halt dann wieder sauber machen. Da werden dann die Grobpartikel schon mal rausgefiltert. Also ich tue das jedes Mal da reinschöpfen. Und ganz einfach von 2 so kleiner Holzstäberla kalten. Ihr müsst halt schauen, dass ihr unten dann auch dementsprechend Wasser mit reinbringt, sonst bringt ihr es ja nicht raus. Ja, bis zum Umschöpfen. So, was ich dann noch dementsprechend versuche, ist, dass das Feuer dann im Bottich zeitgleich dann ausgeht. Ab und an gelingt mir das. Mal besser, mal schlechter. Aber das, dass das mit der Temperatur hinhaut, und dass ihr dann gleich fertig seid mit dem Aufräumen. Naja, das müsst ihr halt dann irgendwie rausfinden. Ansonsten müsst ihr das halt mit Wasser auffüllen, den Bottich wieder. Sonst brennt euch ja der Behälter durch oder das Behältnis. So, das haben wir jetzt leer geschöpft. So schaut es jetzt aus, wenn der erste Gang in der Wanne ist. Wachs schon dementsprechend schön hell, und man soll gar nicht glauben, so schaut es aus. Das klopfe ich natürlich dann draußen aus. Das ist der Sieb, der gehört dann auch wieder putzt, aber ich putze das jetzt nicht separat, sondern ich tunke das ganz einfach das nächste Mal wieder ins Wasser ein. Der Grobschmutz ist ja draußen, hätte ich gesagt, für den ersten Gang. Wie gesagt, das ist ein richtiger Bart, den was ihr da schon rausfiltern könnt.
Er nimmt ja schon einen ersten Schmutz weg. Tja, ich räume jetzt auf und ja, ich rühre mich gleich wieder. So, wichtig ist jetzt natürlich, dass ihr das auch freuen habt, also zumindest bei uns, dass das verschoben werden kann und dass das langsam abkühlen kann, wird da einfach eine Platte draufgelegt. Eigentlich wollten wir ja schon immer mal eine neue, eine schöne Platte machen, eine richtige Dämmplatte, aber ihr seht, von Jahr zu Jahr, es wird einfach nicht besser. Und was man rausschiebt, das wird dann auch nicht gemacht. So, jetzt kann das langsam abkühlen. Der Sinn ist jetzt da erfüllt. Wichtig ist eben das langsame Abkühlen, dass sich die Schmutzpartikel wieder unten einfinden können, dass man die wieder sauber kratzen kann. Eine Erfahrung habe ich auch noch gemacht, und zwar, wenn ich das schnell abkühlen habe lassen, dann kann das Wasser oder so Wasserpartikel sich nicht richtig absetzen. Da könnt ihr auch einen Kommentar reinschreiben, dann haben meine Kerzen immer so knackt beim Anzünden. Das war dann gar nicht schön. Wobei ich habe es halt dann als extra Anfertigung für ich weiß nicht, wie ich es jetzt angepriesen habe, für Knackkerzen oder für was weiß ich was. Auf jeden Fall fanden die auch einen reißenden Absatz, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. So, jetzt lassen wir das Ganze runterkühlen. Dann schauen wir, wie es dann. So, jetzt sage ich mal wieder ein wenig was dazu. Und zwar seht ihr ja, da ist es ein bisschen zu heiß geworden. Dann schäumt das Ganze auf. Ihr müsst aufpassen, wieder kaltes Wasser dazu. Wenn euch das jetzt auffällt, der Kessel ist jetzt voller als bei den letzten 5 Gänge. Und zwar möchte ich das jetzt dieses Mal in 2 Kuften abfüllen, wie ich am Brechen. Dadurch, dass ich vom letzten Jahr her irrsinnige Probleme gehabt habe. Was heißt Problem ist, ist halt ein größerer Aufwand, die Blöcke klein zu schnitzen, dass man es dann weiterverarbeiten kann. Und dieses Mal habe ich jetzt auch aufgepasst beim Kauf, dass die Kufte erstens 2 ineinander, wie immer, und dass die Kuften nicht größer ist wie die Unterlage, damit es vorn nicht wieder drüber hängt, dass man das wie bei diesem hier, wenn ihr das sehen könnt, da was unterlegen müsst, dass euch das nicht einknickt. Ja, kleine Verbesserung heuer, mal schauen, ob es was bringt. Gewogen haben wir es natürlich immer noch nicht, aber es wird sich so gleich bleiben. Ich denke mal, wir werden da wieder so knappe 40 Kilo haben. Aber das müssen wir halt wieder rauswiegen. Das nächste Mal wird es dann das 6. Mal abgekratzt. Und wie ihr gesehen habt, mir reicht es. Ich mache das jetzt kein 7. Mal mehr. Ja, das sind ja dann auch, wie gesagt, 6 Arbeitstage, wo man da investiert. Und dann jetzt nochmal fürs Schmelzen 2 oder 3, ne, reicht ja gar nicht, jetzt haben wir nochmal 4, 5 Tage. Ja, dann habt ihr 10 Tage investiert und dann mit Wachs schmelzen, also mit die Waben schmelzen. Dann sind wir bei 12 Tagen Arbeit, und in 12 Tage Arbeit habt ihr dann 40 Kilo Wachs verarbeitet. Naja, das ist auch, naja, hopp. So, die kleine Kunst ist, wenn ihr seht, da ist kein Wachs mehr drin, dass er das Wachs schön abschöpft. Und jetzt müsst ihr dann das Wasser eben gleichmäßig verteilen. Sonst habt ihr das Problem, dass er den Wachsblock hier nicht mehr rauskriegt. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Deswegen habe ich da jetzt auch versucht, bloß das Wachs abzuschöpfen.
dass eben genug Wasser dann übrig bleibt zum Schluss für die Wannen. Und was noch wichtig ist, ist, dass das Feuer gleichzeitig jetzt im Bottich dann aus ist. So schaut das jetzt aus nach einer halben Stunde Putzen. Normalerweise dürfte es jetzt passen. Also besser bringen sie es nicht zusammen. Aber ihr könnt ja nichts erschauen, dann müsst ihr genauso ausschauen. Weil der wird jetzt ein Jahr nicht mehr gebraucht. Tja, und dementsprechend müsst ihr dann auch am Boden wieder sauber machen. Nicht nur sauber, sondern bohren tief rein, muss das Arbeitsgerät sein, sagt immer mein Baumeister. Tja, und wenn ihr schon nichts ausgeben müsst fürs Holz, für den Strom, wenn ihr den Raum zur Verfügung kriegt und ihr braucht den dann ein Jahr nicht mehr, solltet ihr den auch dementsprechend putzen. Ich habe jetzt eine knappe Stunde gebraucht, aber egal. So, und jetzt schauen wir dann mal nach zwei Tagen. Das war jetzt das einmal mit Wachsschmelzen, also wie gesagt Waben einschmelzen, Wachs reinigen, Wachsschmelzen. Schönes Ergebnis, aber halt zu wenig. Jetzt ist noch eine Folie dazugekommen von unserem dritten Imker, aber wie gesagt, die sind alle ein bisschen videoscheu. Das sind jetzt knappe 40 Kilo, also für drei Imker ist das eigentlich ein bisschen wenig. Aber ich hoffe, dass das nächstes Jahr mehr wird. Tja, dann beenden wir das Video mal, sonst wird es zu lang. Wenn ihr euch da für ausführliche Informationen interessiert, müsst ihr einfach den Videofilm von mir anschauen, Imkerei 30 und 32. Das sind dann insgesamt 40 Minuten und nicht so ein kurzes Musikvideo wie da. Weil das meiste ist eben schon gesagt und ist auch dort besser erklärt. Das ist jetzt eben bloß einmal so ein kurzer Einblick, was heuer wieder gewesen ist. Tja, an der Stelle sage ich dann wieder danke fürs Einschalten. Vergesst den Daumen hoch nicht. Ja, und die, was den Daumen runter machen, vielleicht der Kommentar, wäre nicht verkehrt, was man da besser machen kann. Tja, ihr werdet schon mitgekriegt haben, die Filme kommen jetzt ein bisschen in HD. Dank meiner defekten Anlage habe ich mir jetzt eine andere kaufen müssen. Übertragungsrate ist ein bisschen besser. Tja, wird halt nach und nach ein wenig besser. Tja, Sonne ist nicht so toll, deswegen ist jetzt die Einstellung ein bisschen dunkel. Dann wünsche ich euch an der Stelle wie immer einen schönen Abend noch, schönes Wochenende. Dann bis zum nächsten Mal, dann euer Herbert, ne? Ganz klar. Tja, die nächste Instanz ist jetzt dann Wachs daheim einbringen und vorbereiten zum Gießen und dann gießen wir halt einmal. Aber wie gesagt, knappe 40 Kilo, mal schauen, wie viele Teelichter da rauskommen. Tja, dann Servus.